Lutzer bringt nichts. Nicht weil er keine Lust hat, sondern weil er kein Wort rauskriegt. Die Defekthexe in Form eines Virus hat ihn erwischt. Aber er ist heute unser Techniker hier hinten. Gute Besserung, Lutz. So, wie immer, zuerst die Auflagen. Kein Alkohol, keine Hunde außer Blindenhunde, keine splitternden Gegenstände, keine Flaschen, kein Glas, keine Waffen. Ganz wichtig heute, die Fahnenstangenlänge. Bitte, wenn wir den Platz verlassen, auf 1,50 runter. Das ist heute ganz, ganz wichtig. Herzlichen Dank, ich werde es nochmal erwähnen. So, Freunde. Als ich heute Morgen die Presseschau begann, fiel mir doch bald die Mistgabel und der Frau den Mob aus der Hand. Unser Ministerpräsident und Wendehals 2.0, Herr Stanislav Kinisch, hat ein Interview gegeben. Herr Tillich ist damit das Pendant zum bayerischen lauwarmen Luftgebläse Horst Seehofer. Im zahnlosen Tiger immer laut brüllen, aber dann zum Schmusekater werden. Herr Tillich wiederholte zwar nicht seine Aussage vom letzten Jahr, dass der Islam nicht zu Sachsen gehört, doch er hat offensichtlich auf einmal entdeckt, dass es Parallelgesellschaften gibt. Na sowas, Herr Tillich. Wirklich jetzt? Das hätten wir ja nie für möglich gehalten. Seine Aussage dazu ist, wir haben sehenden Auges längst Parallelgesellschaften zugelassen. Nicht wir haben sehenden Auges Parallelgesellschaften zugelassen. Ihr habt dies getan. Ihr habt jahrzehntelang weggeschaut, verharmlost und gefördert. Und ihr habt jeden zum Nazi erklärt, der warnte und mahnte. Viele Menschen haben mit dem sehenden Auge seit Jahren und Jahrzehnten diese Zustände angesprochen und thematisiert, auch bevor es Pegida gab. Mir selber wurde deswegen und vor der Pegida-Zeit der Austritt aus meiner damaligen Partei FDP nahegelegt, um die Wahlchancen nicht zu schmälern. Sollte die Presse das mal aufgreifen und so weiter und so fort, bla bla bla, wir kennen das alle. Und da ich so ein guter Mensch bin, habe ich das damals auch noch gemacht. Ich könnte mich jetzt noch schwarz ärgern. Und jetzt thematisieren immer mehr Menschen, Bürgerbewegungen und Parteien, die Zustände und vor allem die Ursachen dieser Parallelgesellschaften in Deutschland und in ganz Europa. Jeder auf seine Weise. Die einen schuldungslos ehrlich, mit dem Risiko, ein Opfer der Paragraphen zu werden. Andere beschäftigen sich mit der weichgespülteren Version der Kritik und schlängeln sich geschickt an den dicken Brettern vorbei, in der Hoffnung, nirgends anzuecken. Auch zum Thema der Invasion der Fachkräfte sagt Herr Tillich was. Er meint nämlich, dass wir nicht noch einmal die Zahl von 2015 verkraften könnten und dass Deutschland es schon in den letzten 15 Jahren nicht geschafft hätte, Zuwanderer zu integrieren. Ernsthaft, Herr Tillich? 15 Jahre? 15? Schlagen Sie mal noch ein paar Jahrzehnte drauf, informieren Sie sich, dann kommen Sie auch der Problematik wieder ein Stück näher. Sie fordern, Flüchtlinge an den deutschen Grenzen notfalls abzuweisen und äußern, wenn ein Flüchtling wird, ist eine Abweisung an der Grenze kein inhumaner Akt. Wenn die EU ihre Außengrenzen nicht schützen kann, muss Deutschland seine nationalen Grenzen schützen. Das ist Politik. Das ist die Politik der Bevölkerung gegenüber schuldig. Das ist die Aussage von Herrn Tillich. Herr Tillich, natürlich haben Sie damit recht. Damit wären Sie normalerweise Pack, Mischpoke und so weiter und so fort. Aber das haben Sie nicht verdient. Opportunisten haben das nicht verdient. Schaut mal, wir Sachsen sind ehrliche Leute. Gerade heraus, wir machen den Mund auf und wir legen los. Nicht nur abwarten, abducken, dann ein wenig kritisieren, dann wieder abducken, sondern machen. Und eins kann ich Ihnen versprechen, die Menschen werden nicht vergessen, wer Ihnen den ganzen Schlamassel in den letzten Jahrzehnten eingebrockt hat. Und wenn doch, wir und wir alle hier auf dem Platz, draußen am Livestream, wir alle werden immer und immer wieder daran erinnern, wer daran schuld ist. Ich sage dazu, wer hat uns verraten,
Sozialdemokraten, wer macht mit und schaut dabei zu? Die CDU und die CSU. Die Grünen und die Dunkelroten wollte ich nicht mit einbauen. Bei denen ist das offizielles Parteiprogramm und braucht nicht sonderlich erwähnt zu werden. Herr Tillich, beim Mittagessen traf ich heute ein CDU-Mitglied und ein CDU-Wähler. Das Mitglied muss aus beruflichen Gründen sein Parteibuch behalten. Sie kennen das ja von vor der Wende. Als stellvertretender Vorsitzender des Rates des Kreises Karmens und zuständig für den Bereich Handel und Versorgung. Waren ja damals Lieferungen auch knapp gehalten. Zurück zum Mitglied und zum Wähler. Sie waren schwer entsetzt, ihre Aussagen und ihre Meinungsflexibilität zu lesen. Das würde sie an den Genossen Egon Krenz erinnern, nachdem der Dachdecker aus dem Saarland schon weg war, nur dass Angela diesem Mal noch da ist. Ja! Niederlande! Herr Tillich! Sie schlagen außerdem als Sofortmaßnahme vor, dass Deutschland unabhängig von der EU das Flüchtlingswerk UNHCR stärker unterstützen sollte, damit die Flüchtlingslager in Jordanien, im Libanon und in der Türkei besser ausgestattet werden. Diese Ausgaben wären deutlich geringer als die zu erwartenden Kosten, wenn noch mehr Flüchtlinge in unser Land kommen. Herr Tillich, es geht nicht nur darum, dass die Kosten geringer sind als die, die die Invasion hier verursacht. Es geht dabei auch um die innere Sicherheit. Um den Schutz unserer Gewohnheiten, unserer Kultur. Es geht darum, dass wir frei leben wollen, ohne uns vorschreiben lassen zu wollen. Ohne. Den Herrn Tillich, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Wir wollen frei leben, ohne den Bau von Moscheen, ohne die Verschleierung. Und damit Herabwürdigung von Frauen, ohne die Absage von Veranstaltungen, seien es nur Karnevalsanzüge, Umzüge oder bald auch andere. Herr Tillich, zum Abschluss kurz gesagt, die Nummer mit dem Wendehals, die funktioniert nicht öfter. Einmal ja, aber mehrmals. Habe ich noch. Der Semperoper Ball in Dresden steht an. Nichts gegen den Ball. Sollen sich die Damen und Herren ruhig mal eine Feier gönnen. Würde mir mein Frack noch passen und könnte ich mir die guten Karten leisten, wäre ich auch mal gern dabei. Aber mit einem Orden geehrt wird dieses Mal Sarah Connor. Diese Sängerin, weil sie eine Flüchtlingsfamilie mit 5 Kindern auf die Vorzeigeflüchtlinge aus der Kategorie DSDSF. Deutschland sucht den Superflüchtling. Werte Veranstalter des Opernballes, zeigt doch mal richtige Weltoffenheit und macht einen bunten Opernball. Wie das geht? Ganz einfach. Ladet 300 Flüchtlinge ein, so wie sie bei uns ankommen. Und zwar 80% davon wehrfähige junge Männer und sogenannte Muffel, diese ominösen, minderjährigen, unbegleiteten. Also genau das Klientel, mit dem wir, das Volk und die Polizei bei ihren nicht enden wollenden Einsätzen jeden Tag und jede Nacht konfrontiert wird. Danach reden wir mal weiter. So, jetzt geht's mir besser. Manchmal, wenn man früh aufwacht und sich seine Rede von Sonntagabend anguckt, dann hat er manchmal sogar die SPD rechts überholt. Und das kann es ja wohl nicht sein. Als erste Gastrednerin für heute Abend begrüßt mit mir Tatjana Fett. Guten Abend, Dresden!
gebracht, die ja eigentlich eine Grabegabe mal bei Mistgabel. Es ist das Werkzeug der Arbeiter und Bauern und spielte schon immer bei Volksaufständen eine Rolle. Wegen meines Mistgabel-Gedankenspiels in der Leipziger Rede haben mich der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger und der Deutsche Journalistenverband wegen Volksverhetzung Paragraphen. Man setzt nun ganz oben an, um die eigenen kritischen Landsleute zu kriminalisieren. Der eine ist ein hochbezahlter Kopf eines opportunistischen Lobbyvereins, der sich natürlich mit der Politik gutstellt. Das andere ist der stramm links ausgerichtete Journalistenverband, der die grünen Ideologen vertritt. Refugee-Männern zu finden haben und dass sexuelle Übergriffe doch keine Frage von Islam oder Herkunft seien. Warum diese Anzeige? Ich habe in Leipzig einen historischen Vergleich gezogen und das Mistgabelsymbol in einem rhetorischen Bild genutzt. Es ist eine Frechheit, dass sowas als Aufruf zur Gewalt aufgenommen wird. Und bleibt friedlich. Wir haben Übergriffe immer verurteilt. Wir sorgen hier auf dem Platz dafür, dass seit über einem Jahr wöchentlich Tausende friedlich und ohne Angst ihren Widerstand gegen die Regierungspolitik Ausdruck verleihen können. Wenn jedoch selbst Vergleiche nicht mehr erlaubt sein sollen, welchen Geist offenbaren dann eigentlich die auf die Pressefreiheit und damit auf die Meinungsfreiheit pochen? Die dürfen uns hier ungestraft verleumden, uns drohen. Man erinnere sich nur an den genüsslich zitierten Ausspruch dieses Professors aus Mainz, der uns mit Wasserwerfern beschießen lassen will, damit wir uns vor Angst in die Hose machen und aufhören zu demonstrieren. Es darf also nur der freisprechen, der im Einklang mit der regierungstreuen Weltsicht ist. Zusammenhang ans Grundgesetz, Paragraph 97, richterliche Unabhängigkeit, Absatz 1 erinnern. Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Es wird interessant zu sehen, ob sich die deutsche Gerichtsbarkeit vor den Karren eines narzisstisch gekränkten Berufsverbandes spannen lässt. Apropos Recht. Innerhalb weniger Wochen bestätigen drei Verfassungsrichter die Verstöße gegen das Grundgesetz. Merkel verletzt unter anderem Grundgesetz, den Artikel 16 Absatz 2 des Grundgesetzes und natürlich das Dublin III-Abkommen. Die gefährlichste Frau der Welt ignoriert nicht nur bestehende Gesetze, sie handelt sogar völlig ohne parlamentarische Beschlüsse. Und das interessiert den Hauptgeschäftsführer der deutschen Zeitungsverleger natürlich nicht. Das interessiert auch nicht die linken Sensibelchen des Journalistenverbandes. Die ehemals vierte Gewalt im Staat, die Medien, willfährigen Merkel-Hofberichterstattungsministerium verwandelt. Trotzig wie Merkel und immer aggressiver beschallt dieser Apparat das Volk mit Regierungspropaganda.
und vorsätzlich verschweigt und unterschlägt er Informationen. Informationen, die um Gottes Willen den Rechten in die Hände spielen könnten. Sie fordern Pressefreiheit, Medienfreiheit ein, wollen aber über den extra präferierten Paragraph 130 diejenigen mundtot machen, die Presse und Thomas ist gängige Praxis in Bananenrepubliken. Und übrigens, Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Und übrigens, genau das hat ja gerade heute eine WDR-Journalistin im Interview bestätigt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei so ausgerichtet, eher in Richtung Regierung und nicht aus Oppositionssicht zu berichten. Nochmal zum Verinnerlichen. Weist Journalisten an, zum Beispiel nur positiv über Flüchtlinge und die Flüchtlingspolitik der Regierung zu berichten. Sind wir hier in Nordkorea oder was? Wir haben es mit gezielter Irreführung der Menschen zu tun. Mit seriöser, ausgewogener Berichterstattung hat das nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und diese Wahrheitsverdreher der Lügenpresse stellen jetzt Anzeige wegen Volksverhetzung. Übrigens fordert Herr Hauptgeschäftsführer Wolf die Staatsanwaltschaft auch auf, uns, der Spitze von Pegida, das Handwerk zu legen. Ihnen da diese Anzeige oder soll das Handwerk legen mit einem Angriff durch die Antifa erledigt werden? Wissen Sie was, Herr Hauptgeschäftsführer Wolf und ihr Journalistenfunktionäre, ich back mir ein Ei auf eure Strafanzeigen.
einzusetzen. Panzer gegen Bürger. Damit wird er Deutschland nun auch zum Militärstaat umformen. Nein, es gibt keine parlamentarische Stimme, die sich gegen die deutsche Unrechtsregierung erhebt. Die einzige Opposition in Deutschland ist die Straße. Das sind wir, das ist Pegida und das ist die AfD. Und dazu sind denen, die an den Hebeln der Macht sitzen, alle Mittel recht. Im Gegensatz zu denen, die den Kampf gegen rechts finanzieren und sich mit den Antifa-Schlägertrupps gemein machen, lehnt Pegida jede Verbindung mit Extremisten und Faschisten ab. Pegida bekennt sich voll und ganz zum Grundgesetz, zur Demokratie und zum Rechtsstaat. Und genau dafür, für die Einhaltung von Recht und Gesetz, gehen wir auf die Straße. Wir fordern von der Bundesregierung und dieser völlig durchgeknallten an der Spitze, dass sie sich als Vertreter der deutschen Bevölkerung gefälligst an Verträge, Recht und Gesetz halten. Sonst muss diesen Herrschenden das Handwerk gelegt werden. Um nochmal den Herrn Hauptgeschäftsführer ins Spiel zu bringen. Das hat das Volk bereits mehrfach geschafft und das wird das Volk wieder schaffen, ob es euch da oben passt oder nicht. Und bis heute symbolisiert die Mistgabel Widerstand und Wehrhaftigkeit gegen Unterdrücker, Ausbeuter, gescheiterte Politik und die Kapitulation. Und natürlich steht sie im übertragenen Sinn für Ausmisten. Und das ist auch heute dringend nötig. Raus mit dem Mist aus dem Parlament. Aus den Parlamenten, den Gerichten, den Kirchen, den Pressehäusern und den Gewerkschaftspalästen. Wir werden nicht locker lassen und ihr werdet euch an uns die Zähne ausbeißen. Liebe Freunde, trotz aller Rhetorik, Überspitzungen und ganz bewusst ausgeteilter Kränkungen hier am Mikro. Denn wer in die Ecke gedrängt wird, macht Fehler und offenbart Schwächen. Pegida war, ist und bleibt eine friedliche Bewegung. Keine Gewalt. Was du nicht willst, dass man dir tut, füge auch keinem anderen zu. Vielen Dank euch allen. Danke, Tatjana! So, Freunde, wisst ihr, was 100.000 und Millionen Menschen gut macht? Jeden Montag die Bilder aus Dresden und die werden wir Ihnen jetzt liefern in unserem Stadtspaziergang.
Thank you.
they're saying?
Zu viel versprochen. Wir haben ein paar Brüllaffen und Schreikinder für euch organisiert. Dauert noch 2-3 Minuten, bis der Rest hier ist, dann machen wir weiter. Danke! Bitte! Willkommen zurück auf dem Platz. Der Rest trudelt gerade ein.
Eine erste Amtshandlung. Ramona, wir brauchen jemanden zum Singen. So, bei uns geht es jetzt weiter. Wir haben noch zwei Redner für euch. Der erste Redner ist Kevin Bobby aus England. Keine Angst, er spricht auf Deutsch. Und er und seine Mitstreiter tun etwas, was auf uns noch hinzukommen wird. Aufgrund der größeren islamischen Zuwanderung wird bald der Ruf nach Moscheen laut werden. Und Kevin Bobby stoppt in England mit seinen Mitstreitern Bau von Moscheen mit rechtsstaatlichen Mitteln. Und davon wird er uns jetzt was erzählen. Herzlich willkommen, Kevin Bobby. Guten Abend, Dresden. Liebe Freunde, mein Name ist Kevin Bobby und meine Mitstreiter und ich stoppen den Bau von Moscheen in Großbritannien. Wir haben bislang 40 Anträge für Moscheen-Neubauten bekämpft und 30 davon ganz gestoppt. Wir verlangsamen die Flut, dann stoppen wir die Flut und dann werden wir sie umkehren. Aber die Zeit ist knapp. Die Vergewaltigungen und die Attacken von Köln waren nicht nur kriminell. Das war islamische Doktrin vom Koran, der Hadith und der Sira. Es ist das permanente Wort Allahs und das Grundgesetz des Islam. Lass uns einen Blick werfen in die UN-Konvention zum Thema Völkermord, dem Grundgesetz für alle Völkermordgesetze. Völkermord hat zwei Dinge. Einerseits die Absicht, eine religiöse Gruppe als solche zu zerstören und andererseits, dass mindestens eine von fünf Völkermordhandlungen besteht. Erstens die Absicht, eine Gruppe zu zerstören. Diese ist die nicht-muslimische Gruppe, die Kuffar. Vers für Vers wird den Gläubigen erzählt, diese Gruppe zu zerstören und sie durch den Islam zu ersetzen, durch Krieg, Terror und Mord. Zum Beispiel, Vers 8, 39. Und kämpft wider sie, bis und aller Glaube auf Allah gerichtet ist. Also, Vers 2, 193. Und bekämpfen sie bis, und aller Glaube auf Allah gerichtet ist. Das ist die Absicht zu zerstören. 51% des Korans, der Hadith und der Sira ist des Kuffar gewidmet. Dann die fünf Arten des Völkermordes. Erstens Tötung. Zweitens schweren körperlichen oder seelischen Schaden. Drittens zerstörerischen Lebensbedingungen. Viertens Verhängen von geburtsverhindernden Maßnahmen. Fünftens, Überführen von Kindern. Schauen wir uns diese an. So, Punkt 1. Tötung. Ich zitiere nur einen Koranvers. 2, 191. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie von dort, von wo sie euch vertrieben. Was denken Sie, ja? Und so weiter. Viermal im Koran ist es dem Muslim befohlen, den Kuffar zu töten, wo immer er auf sie stoßt. 24% der Medina-Koran handelt von Dschihad. Das ist Völkermord. Punkt 2. Schweren körperlichen oder seelischen Schaden. Koran, Vers 8, 12. In die Herzen der Gläubigen werde ich Schrecken werfen.
trefft sie oberhalb des Nackens und schlagt ihnen die Fingerspitzen ab. Was denken Sie, meine Damen und Herren? Oder Hadith Sahih Muslim zum Beispiel. Die letzte Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime die Juden umbringen. Da wird ein Stein oder ein Baum sagen, Muslim, Knecht Allahs, es gibt hinter mir einen Juden, komm und bringe ihn um. Pfui! Ja, genau. 9,3% des Koran, des Hadith und der Sira ist judenfeindlich. Aber zum Vergleich, von meinem Kampf war nur 7% judenfeindlich. Und man sagt, wir sind die Faschisten, ja? Der Hass auf die Juden ist schlimmer als alles andere. Dieser Hass verletzt ein ewiges Opfer, eine Menschengruppe, die der Menschheit förderlich ist. Judenhass ist gewissermaßen der Fingerabdruck der Völkermordes. Das ist Völkermord. Punkt 3. Zerstörerische Lebensbedingungen. Koran, Vers 9, 29. Kämpft wieder diejenigen aus dem Volk, die nicht an Allah glauben, bis sie aus freien Stücken die Tribute entrichten und ihre Unterwerfung anerkennen. Diese sind die Lebensbedingungen von Nichtmuslimen durch die Geschichte. Überall Brutalität, Unterdrückung, Ausbeutung, Bestrafung und Angst, bis sie konvertieren. Das ist Völkermord. Und dann Punkt 4. Geburtsunterdrückenden Maßnahmen. Schauen Sie sich die muslimischen Gangvergewaltigungen in England an. Mindestens 1400 Kinderopfer in nur einer englischen Kleinstadt, Rotherham. Bei diesen Gangbewaltigungen geht es nicht um Sex, es geht um sexuelle Zerstörung. Kein normaler Mann befriedigt sich durch das Nageln einer Zunge auf einer Tischplatte oder durch die Vergewaltigung mit einem Baseballschläger. Sklaverei ist 14 Mal erlaubt im Koran. Die Worte, den ihr von Rechts wegen besitzt, per Definition, das Unterdruck geboten innerhalb einer Gruppe. Sexuelle Sklaverei führt zu Angst und Erniedrigung in Familien und Gemeinschaften. Es ist eine bewusste Kriegshandlung gegen den Kuffer. Es feigt den Willen zum Widerstand und den Willen gegen den Übertritt zum Islam. Das ist Völkermord. Punkt 5. Die Überführung von Kindern. Islam hat schon immer Kinder von Kufa-Familien weggenommen. Mohammeds Armeen haben einen ganzen Stamm von 800 jüdischen Familien massakriert. Und zum Beispiel, und dann teilte der Apostel die Erfrorenen und Kinder der Quraysh-Juden auf unter den Muslimen. Zum Beispiel waren es die Janischa, die als junge Knaben weggenommen und zu Soldaten gemacht wurden. Und heute sind es jesidische und christliche Kinder in Irak und Syrien und in England, die Opfer der Massengewaltigungen, die absichtlich von ihrer Familien getrennt wurden. Das ist Völkermord. Und das ist islamische religiöse Doktrin, das Grundgesetz des Islam. Nicht Islamismus, nicht radikaler Islam, nicht extremischer Islam. Der Islam ist islamistisch, er ist radikal, er ist extrem.
nicht, weil ich es so sage, sondern weil das Gesetz es so sagt. Die UN-Völkermordkonvention. Wir haben keine andere Wahl, als uns dagegen zu erheben. Und wenn nicht, dann wird es in England noch mehr Vergewaltigungen geben. Und in Deutschland wird noch mehr Vorkommnisse wie in Köln sehen. Und noch viel schlimmer. Ich liebe Radikalität. Genau. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die gleiche UN-Konvention bestimmt, dass Tatbeteiligung zum Völkermord auch strafbar ist. Damit inbegriffen sind jene, die diese Handlungen entschuldigen oder sie anstacheln. Gemäß UN-Dokumenten ist es klar, dass ein Bevölkerungsaustausch stattfinden muss in Europa und insbesondere in Deutschland. Und dieser Migrationsaustausch ist genau das, was eure Politiker jetzt tun. Das mag an sich nicht. Ausmisten! 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 Das mag an sich nicht Völkermord sein, aber es ist ein starker Beweis davor, dass es Tatbeteiligung zum Völkermord gibt. Das bricht den Gesellschaftsvertrag, der Deutschland so gut gedient hatte seit dem Krieg. Und darum habt ihr recht, sie daran zu erinnern und laut zu rufen, wir sind das Volk. Wir sind das Volk! 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 In diesem Moment seid ihr das Volk, auch wenn es nicht das ist, was die UN will und es ist nicht, was eure Regierung tut. Zu wenige von uns erheben sich und wir zahlen einen Preis. Aber ihr, die friedlichen Bürger von Dresden, erhebt euch vorbildlich. Euer Mut, euer Anstand, euer Hingabe. Ihr seid ein Beispiel für uns alle in Europa und ich danke euch dafür zutiefst. Hallo Dresden! Hallo liebe Mitglieder der Familie Pegida, von nah und fern, ich grüße euch! Ja, ich denke, einige kennen mein Gesicht schon. Ich komme aus Chemnitz, aus dem Orga-Team. Und ich bin beauftragt. Das blendet hier. Nehmt es mir bitte nicht übel, aber ich spreche wirklich zum ersten Mal bei euch. Und ich bin so überwältigt über so viel Mut, der Montag für Montag hier in Dresden auf die Straße geht. Ich verneige mich vor euch allen. Pegida Chemnitz und Westsachsen hat mich beauftragt, Grüße an euch alle zu überbringen und zu danken für die mutige Initiative, welche von Dresden ausging vor einem Jahr und immer noch ausgeht. Letzte Woche Montag war ich zur Geburtstagsfeier in Leipzig. Dort habe ich Lutz getroffen und Tatjana und wurde gleich mal spontan heute hier eingeladen
und bin dieser Einladung gern gefolgt. Ich bin wirklich total überwältigt. Also, wow. Eine wunderschöne, traditionelle Stadt deutscher und sächsischer Geschichte mit tollen und mutigen Menschen und Begründern einer Idee, der Bewegung Pegida. Und ihr alle seid Pegida, denn wir sind das Volk. Dieser Motor in Dresden muss am Laufen gehalten werden, damit die Kraft der Motivation nie verloren geht. Denn wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir alle haben ein schweres Jahr hinter uns. Voller Verleumdung, Hetze und Spaltungsversuchen haben uns einen Großteil unserer Kraft sinnlos vergeuden lassen. Aber wir alle sind ja Optimisten. Sonst könnten wir dieser Politik nicht mehr die Stirn bieten, liebe Freunde. Ja. Viele fragen mich täglich, auch in Chemnitz. Hat es noch Sinn? Was hat Pegida denn erreicht? Ich kann es euch sagen. Wir haben als Pegida erreicht, der Hetze und Verleumdung dieser Politik zu trotzen. Wir gemeinsam haben erreicht, dass unsere Wahrheiten die mediale Berichterstattung beherrscht, Tag für Tag und vor allen Dingen am Montag. Reihenweise folgen Politiker und Kritiker der verantwortungslosen Politik unserer vorhergesagten Warnungen, die wir seit über einem Jahr mit euch auf die Straße bringen. Frau M., woher auch immer Sie Ihr Grundwissen zur Strategie eines Multikulti-Plans für unser Land geholt haben, treten Sie mit Ihrer gesamten Regierung sofort zurück! Kommt nicht nur von bösen braunen Sachsen. Nein, sie kommt von klardenkenden Menschen in ganz Deutschland und Europa. Die Idee Pegida ist ein grenzüberschreitendes Werk aller Patrioten und fordert ein Ende von missachtender Politik der Völker und nicht durchschaubaren Filz von Machtinteressen. Gesteuert über eine EU, eine Vereinigung von Hochverdienern, welche sich zum Erfüllungsgehilfen von Machtinteressen machen lässt. Es gibt viele Länder, welche erkannt haben, ein friedliches Miteinander in Europa geht nur mit Selbstbestimmung und Wahrung nationaler Interessen. Ja! Eine DIN-Gruppengröße und anderen Schwachsinn bestimmen überdimensionalen Wasserkopf braucht kein Mensch. Aber es ist doch ein wunderbares Gefühl, in anderen Einkommensverhältnissen zu leben als der Rest des Volkes. Macht! Was für ein gewaltiges und doch furchtbares Wort! Wer die Macht hat, braucht nur willfähig und gleichgeschaltete Medien, um das Volk zu manipulieren.
Nicht mehr und nicht weniger. Entschuldigt, natürlich auch machtbesessene Politiker, welche es steuern. Ja, genau. Wir haben nun eine Chance, geschlossen mit allen Patrioten in unserer Bewegung Pegida gegen dieses Merkel- und Altparteien-System einen Sieg davon zu tragen. Ja! Sofortiger Rücktritt der Regierung, Volksabstimmungen zu einer bereits im Grundgesetz vorgesehenen Verfassung. Die Vereinigung Deutschlands ist ja nun einige Tage her. Sowie eine Übergangsregierung bis zu Neuwahlen. Uns durch den Artikel 20 Absatz 1 bis 4 des Grundgesetzes. Also Freunde in Dresden und anderswo, aufgetankt und mit voller Energie gehen wir auch 2016 ins Rennen. Es muss der Zieleinlauf schnellstens erfolgen. Denn wir sind das Volk und wir haben zu bestimmen, wer über uns bestimmt. Ja! Am 2.2. letztes Jahres hatten Chemnitzer Pegidianer ihren ersten Auftritt in der Stadt Chemnitz, fast immer in der Nähe des Symbols von Marx. Aber nicht aus Huldigung. Nein! Eher als Mahnwahl, als Mahnung für das, was da war. Wir alle haben begreifen müssen, was kommunistische Diktatur bedeutet. Heute sind wir diesen gefährlichen Theorien wieder näher denn je. Rot-Rot-Grün hält Einzug leider überall. Und zwar sofort, liebe Bürger, denn wir sind das Volk. Und wir werden mit einer Demo diesem Datum Rechnung tragen und Worte finden, dieser demokratischen Gefahr vorzuführen. Das ist in Chemnitz kein Problem, sage ich euch, da hier durch Aktionsbündnisse und Spaltungsgruppierungen bereits täglich Wahnsinn herrscht. Bitte helft auch uns, so wie wir auch anderen Familienmitgliedern stets helfen, dass der 2.2.2016, auch wenn es ein Dienstag ist, für uns alle zu einem mächtigen Signal aus Chemnitz wird. Hiermit lade ich euch alle herzlich ein, am 2.2.2016 um 18 Uhr am Nischel in Chemnitz unsere Gäste zu sein. Ich würde mich freuen, viele, Tausende, Abertausende von euch persönlich begrüßen zu können mit unseren Gästen wie Tatjana Festerling und Ed dem Holländer. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, noch gute Zeit, bleibt standhaft, mutig und entschlossen. Eure Helene aus Chemnitz! Ja! Danke, Helene! Tatjana? Haben wir eine Sängerin? Ja, Mann. Freunde, es war scheiße kalt, wir sind ein bisschen warm geworden und ich hoffe auch, wenn es nächste Woche Montag wieder so kalt ist, dass wir uns hier wiedersehen. Ja. 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 Ja.
wie wir hier produzieren, wartet ganz Europa. Und das gibt ganz Europa Mut. Danke! Wir kommen wieder! 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 Patrioten, die Lichter an, dass denen da oben ein Licht aufgeht. Und wir singen unsere Hymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Untergang. Blühen ganze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühen ganze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Vielleicht noch einen Socken weniger anziehen, mehr anziehen. Hiermit erkläre ich die Veranstaltung für beendet. Bitte passt auf, wenn ihr nach Hause geht. Geht nicht unbedingt allein. Ein paar von den Ungewaschenen sind vielleicht noch in der Stadt unterwegs. Schöne Woche! Danke! Ja.